Also herzlich willkommen zum nächsten Pressbriefing des Science Media Center. Diesmal zum Thema Long-Covid, Begriff, Befund, Behandlung. Mein Name ist Philipp Jakobs und ich bin hier Redakteur für Medizin und Lebenswissenschaften. Im Dezember 2019 präsentierte sich Covid-19 ja weltweit als akute Atemwegserkrankung. Und heute ist aber auch bekannt, dass der durch das Coronavirus hervorgerufene Infekt langfristige, womöglich auch chronische Beeinträchtigungen mit sich bringen kann. Long-Covid, beziehungsweise je nach Definition auch Post-Covid genannt. Die Begrifflichkeit werden wir sicher gleich auch nochmal in Angriff nehmen. Bereits die früheren Epidemien der Coronaviren SARS-CoV und MERS-CoV hinterließen bei vielen Personen entsprechende Symptome nach der Viruserkrankung. Also starke Müdigkeit, anhaltende Kurzatmigkeit, kognitive Probleme, die teils zu einer erheblichen Belastung der Gesundheitssysteme auch führten, der lokalen in diesem Fall natürlich. Und derlei und viele weitere Symptome werden nur noch von Covid-19-Patientinnen und Patienten beschrieben. Zum Beispiel 6 Monate nach der Infektion berichten der Mainzer-Gutenberg-Studie zufolge rund 40% der Genesenen über mindestens eines der von der WHO klassifizierten Symptome. Und dabei, es gibt auch Studien, die besagen, dass die Symptome bis nach 8 Monate auch anhalten können. Kinder und Jugendliche sind zwar deutlich seltener betroffen als Erwachsene, aber von dem Risiko natürlich auch nicht gänzlich gefeit. Und wer mindestens 2-fach geimpft ist, berichtet nach einer Infektion später seltener über Long-Covid-Symptome als Ungeimpfte. Unklar ist dagegen bisher, welche Virusvarianten vielleicht eher zu Long-Covid beitragen als andere oder ob man das überhaupt so sagen kann. Beispielsweise die Omikron-Variante mit milden Verläufen, aber eventuell durch die Infektiosität sehr hohen absoluten Fallzahlen am Ende. Und diese Fragen und viele weitere möchten wir jetzt in unserem Pressbriefing erörtern mit den 4 Experten, die wir hier mit auf dem Panel haben. Ich darf Sie gleich der Reihe nach kurz vorstellen. Für Sie da draußen nur kurz nochmal der Hinweis an das Transkript, was wir am Ende des Pressbriefings auch wieder anfertigen werden. Da können Sie auch nochmal alles nachlesen, ebenso ein Video, wo Sie auch alles nachschauen können. Und die Fragen, die Sie dann stellen, wie Sie kennen das auch, wie üblich, bitte ins Frage-Antwort-Tool unten rein. Wir sammeln die dann im Hintergrund und schicken sie an die Experten weiter, beziehungsweise stellen die Fragen dann im Plenum. Dann darf ich die Experten vorstellen. Ich fange mit Herrn Bäumer an. Wir machen es alphabetisch heute, deswegen Professor Dr. Onur Bäumann, Direktor der Klinik für Immunologie am Universitätsspital Zürich. Hallo, Herr Bäumann. Guten Tag. Professor Dr. Paul Lingo, Oberarzt der Klinik für Neurologie und Leiter der Spezialambulanz für Motoneuronerkrankungen am Klinikum rechts der ESA der Technischen Universität München. Hallo, Herr Lingo. Grüße Sie. Und Frau Professor Dr. Scheibenbogen, Leiterin der Immundefektambulanz am Institut für medizinische Immunologie und Leiterin des Fatigue-Zentrums an der Charité. Hallo, Frau Scheibenbogen. Und zu guter Letzt Professor Dr. Philipp Wild, Leiter der klinischen Epidemiologie und Studienleiter der Covid-19-Gutenberg-Studie an der Universitätsklinik Mainz. Hallo, Herr Wild. Schönen guten Tag. Herr Wild, wo wir gerade bei Ihnen waren, ich würde auch mit Ihnen ganz gerne starten. Sie erforschen ja im Rahmen der Gutenberg-Studie Long-Covid in Deutschland, die Verteilung, die Häufigkeit. Und was sind da derzeit Ihre wichtigsten Erkenntnisse? Das Wort und der Bildschirm jetzt auch gehören Ihnen. Ja, vielen Dank. Ich teile gerade meinen Bildschirm. Können Sie den sehen? Wunderbar, vielen Dank. Ja, schönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf Ihnen ganz kurz zum Einstieg ein paar wenige Folien aus unserer Bevölkerungsstudie, der Covid-19-Studie, zeigen, die wir letztes Jahr im Januar, Juli und Dezember jeweils vorgestellt haben. Wir haben eine Stichprobe aus der Bevölkerung untersucht im Alter von 25 bis 88 Jahren. 80% der Studienteilnehmenden kennen wir bereits seit bis zu fast 15 Jahren und haben umfangreiche Vordaten zum Leben der Leute, zum Lebensstil, zu klinischen und molekularen Situationen, zum Beispiel auch genetischen Vorbelastungen in unserer Bevölkerungsstudie, der Gutenberg-Gesundheitsstudie. Das Besondere hier dran ist, dass wir nicht nur die Menschen untersuchen, die Kontakt mit dem Gesundheitssystem hatten während der Pandemie, auch im Rahmen natürlich einer SARS-CoV-2-Infektion, sondern dass wir alle Menschen erfassen und hier auch untersucht haben, ob die Leute asymptomatische oder unbemerkte Infektionen durchgemacht haben. Und das Ziel ist dabei, besser zu verstehen, ob es auch subklinische Veränderungen bei dieser Infektion gibt, die wir vielleicht auftreten, aber noch gar nicht in dem Umfang bemerken. Und auch die Dunkelziffer zu bestimmen. Wir haben dazu 10.250 Menschen untersucht und 9.145 sind in einer zweiten Untersuchung nach 4 Monaten nochmal erschienen.
72% der Teilnehmer machen in einer Langzeituntersuchung app-basiert mit regelmäßigen wöchentlichen Befragungen mit in der Studie. Wir haben sehr viel Biomaterial auch von diesen Menschen gewonnen, um die Krankheit besser zu untersuchen. Zu den Ergebnissen. Wir haben PCR-basiert selbstberichtet und mit zwei Antikörpertests untersucht, ob die Leute eine Infektion durchgemacht haben. Hier ging es um den Zeitraum Oktober 2020 bis Juni 2021. Das war also vor der ersten, vor der zweiten Welle, die ihren Peak im 22. Dezember 2020 hatten. Dann also mit den verschiedenen Lockdown-Phasen, dann den Lockerungsschritten der dritten Welle und dann bis in den Sommer hinein. 4,9% waren in der Bevölkerung infiziert. Das ist also anders als die Daten, die wir vom Robert-Koch-Institut sehen. Und aufgeteilt bedeutet das, dass 62% der Infektionen den Leuten bewusst bekannt waren und 35% nicht bekannt war. Dieser Anteil der unbekannten Infektionen wandelt sich natürlich über die Zeit. Sie erinnern sich, dass Anfang März das kostenlose Testen eingeführt wurde. Und das hat natürlich dazu geführt, dass der Anteil an unbekannten Infektionen deutlich zurückgegangen ist. Im Sommer hinein ist es dann wieder etwas hochgegangen, weil die Leute sich weniger getestet haben. Also ein Drittel in der Bevölkerung war über diesen Zeitraum Oktober 20 bis Juni 21 unwissentlich infiziert. Und wichtig ist eben zu wissen, die große Mehrheit der Infizierten in der Bevölkerung, das ist klar, die hat keinen Arzt gesehen und die haben auch kein Krankenhaus gesehen. Die sind im Gesundheitssystem nicht erfasst. Nun zu dem Thema der Langzeitfolgen. Wir haben die Personen nach Long-Covid-artigen Symptomen befragt und das haben wir über den von der WHO definierten Symptomenkatalog gemacht und gefragt, ob über 6 Monate persistierend ein Symptom neu aufgetreten oder wenn es vorher schon vor der Pandemie bestanden hat, ob es an Intensität zugenommen hat. Und wie Sie sehen, 40,5% der wissentlich infizierten Personen, aber auch 40,7% der unwissentlich infizierten Personen bejahen das. Das ist eine Selbsteinschätzung. Sie sind gezielt nach allen 63 Symptomen befragt worden. Insgesamt war das so, dass Frauen häufiger betroffen sind als Männer, wie Sie hier sehen, 45,8 versus 34,6%. Und das Auftreten von Symptomen, die so lange anhalten, über 6 Monate nach der Infektion noch, steht in eindeutigem Zusammenhang auch mit der Anzahl an Symptomen in der akuten Erkrankungsphase. Also umso symptomatischer das ist, umso ausgeprägter das ist, umso mehr Symptome können auch im Langzeitverlauf bestehen. Dann haben wir das Ganze nach Selbsteinschätzung in Schweregrade eingeteilt. Wie gesagt, der Großteil der Menschen hatte das zu Hause in milde, mäßige und schwere. Das ist aber eine subjektive Selbsteinschätzung. Sie sehen, dass der Anteil an asymptomatischen bei unwissentlichen und wissentlichen Infizierten etwa gleich häufig ist. Und das Beschwerdebild sah auch etwas unterschiedlich aus. Das sind die Top 5 der Symptome, die die Leute berichtet haben. Sie sehen, dass bei den wissentlichen Infizierten das Ganze etwas mehr so ist, wie wir es in der akuten Infektion kennen, mit Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Geruchs-, Geschmacksstörung, Gedächtnisstörung, Atemnot und Kurzatmigkeit, während sich das bei den unwissentlichen Infizierten etwas anders hier aufteilt und dann zum Beispiel unter den Top 5 hier auch andere Symptome mit auftauchen. Dann haben wir zusätzlich auch Leute befragt, die nachweislich keine Infektion durchgemacht haben in der Pandemie und haben sie als Kontrollgruppe auch befragt, ob sie genauso diese Symptome über 6 Monate neu anhaltend oder an Intensität zugenommen in der Pandemie beobachtet haben. Und das haben über 40% bejaht oder zumindest ein Symptom berichtet. Allerdings waren die dort berichteten Symptome, wie Sie auf der rechten Seite sehen, etwas anders gelagert. Auch hier Abgeschlagenheit, Müdigkeit.
Aber andere Symptome hier auch wie von Verlust von Interesse, Freude, Stimmungsschwankungen, Gehörprobleme, die da weiter oben auftauchen. Das heißt natürlich, dass Beschwerden, selbstberichtete Symptome noch nicht primär spezifisch oder belegend beweisend für die Long-Covid-Erkrankungen sind. Und das heißt auch, dass die Bevölkerung ein allgemeines Distress-Erleben in der Pandemie auch hat und dass die Pandemie mit uns allen etwas gemacht hat oder mit vielen etwas gemacht hat. Das heißt aber natürlich nichts darüber, ob es bezüglich der Erkrankung, manche haben sich dazu verstiegen, ob es die Erkrankung überhaupt gibt. Das sind sicher komplett falsche Schlussfolgerungen. Hier muss man eben ganz genau hinsehen und das wird sicher heute im Weiteren auch noch erklärt werden. Und zu dieser Thematik haben wir auch an der Unimedizin Mainz wie an vielen anderen Standorten eine Gutenberg-Long-Covid-Studie aufgesetzt. Unser ganz besonderes Merkmal ist hier, dass wir eben dieses Spektrum, komplette Spektrum der Erkrankungen von den asymptomatischen bis symptomatischen Patienten auf der Intensivstation, auf der Normalstation, aber auch zu Hause untersuchen von Menschen, die von ihrer Infektion, während sie sie hatten, wussten, aber auch von Menschen, die davon nicht wussten, mit der Frage, welche Langzeitfolgen können sich hier entwickeln, wie häufig treten sie auf und was schlummert vielleicht noch unter der Wasseroberfläche wie beim Eisberg, was zu Langzeitfolgen später führen könnte. Und damit möchte ich hier erstmal enden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Wild. Ich würde meine Nachfrage vielleicht zur Studie kurz nach hinten schieben, damit wir die anderen Kollegen auch nochmal gleich erst hören können. Frau Scheibenbogen, ich würde dann ganz gerne mit Ihnen weitermachen. In Ihrer Ambulanz werden ja sehr viele Long-Covid-Fälle vorstellig. Und die Frage wäre so ein bisschen in diese Richtung, wie erkennt man diese Fälle eigentlich überhaupt und wie komplex ist das Krankheitsbild, das sich bei Ihnen in der Ambulanz zeigt? Ja, also wir sehen bei uns vor allem Patienten, die sich schon sehr früh an uns gewandt haben, die nach Covid an anhaltender schwerer Fatigue und verminderter Leistungsfähigkeit leiden. Und wir haben also im Sommer 20 eine Beobachtungsstudie aufgelegt und sehen also diese Patienten jetzt über anderthalb Jahre bei uns. Und wir haben gelernt, dass ein Teil der Jüngeren, wir sehen also die Patienten, die nicht bei uns stationär lagen, doch anhaltend schwer krank ist. Und die Hauptbeschwerden sind die schwere Fatigue, also die krankhafte Erschöpfung, sind ganz oft auch Schmerzen, Kopfschmerzen, vor allem Muskelschmerzen, sind kognitive Störungen und sind diese ausgeprägte Belastungsintoleranz. Und viele sagen auch, dass wenn sie alltägliche Aktivitäten versuchen wieder anzugehen, dass es oft dann zu einer Zunahme aller Symptome kommt und dass viele also dadurch auch richtig krank sind und auch deutlich eingeschränkt sind bzw. berufsunfähig sind. Wir haben auch gelernt, dass ein Teil dieser Menschen das Vollbild des sogenannten chronischen Fatigue-Syndroms, abgekürzt MECFS, hat, das wir genauso auch schon nach anderen Infektionen kennen. Und wir sehen, dass jetzt über diesen Zeitverlauf die Patienten auch wenig Besserung zeigen. Und wir können ja hier auch therapeutisch bislang nur eine Symptombehandlung anbieten, sodass wir hier jetzt in einer Situation sind, wo wir auch versuchen, klinische Studien vorzubereiten zum einen und natürlich auch die Krankheitsmechanismen besser zu verstehen. Und da haben wir auch schon so Anfangskonzepte. Wir sehen also, dass ein Teil der Patienten auch erhöhte Entzündungswerte anhaltend hat. Und wir sehen, dass ein Teil der Patienten auch Durchblutungsstörungen hat, im Sinne, dass die kleinen Gefäße einfach nicht mal so richtig gut Blut verteilen können und dass es deswegen auch zu einer Sauerstoffunterversorgung des Gewebes kommt, was diese Symptome auch gut erklären kann. Frau Scheibenbogen, ich würde direkt eine Frage von außen schon mal rein quetschen, weil sie gerade so sehr passt. Und zwar ist die Frage, ist die Unterscheidung zwischen CFS und chronisches Covid-19-Syndrom sinnvoll für die Forschung und die Behandlung? Also sprich, wie entscheidend ist der Auslöser SARS-CoV-2 als Infektion für das Syndrom überhaupt? Ja, das ist eine wichtige Frage, die wir auch untersucht haben im Rahmen unserer Studie. Es gibt dazu eine Veröffentlichung, die auch eingereicht jetzt ist. Wir sehen also, dass das Krankheitsbild MECFS nach anderen Infektionen fast genauso aussieht wie das, was wir nach Covid sehen. Mit dem kleinen Unterschied, dass Menschen, die MECFS nach Covid entwickelt haben, häufiger über Atembeschwerden klagen. Aber ansonsten ist es genauso schwer und die Ausprägung und Verteilung der Symptome unterscheidet sich nicht.
Okay. Und dann vielleicht noch eine kleine Nachfrage. Sie haben die Behandlung eben schon mal kurz angesprochen, also dass man natürlich nur viel symptomatische Behandlung so gesehen machen kann. Aber können Sie da mal sagen, was so die gängigsten Varianten sind, wenn so stark Fatigue-Patienten bei Ihnen zum Beispiel da sind? Ja, die Fatigue ist schwierig zu behandeln. Wir haben da vor allem, sagen wir mal, Verhaltenskonzepte, dass man einmal vermeidet, dass es zu solchen Crash kommt nach Überlastung. Das nennt sich Pacing. Man kann gerade durch Atemtechniken auch eine Besserung von Fatigue und aber auch der kognitiven Störung erreichen. Und dann ist ganz wichtig auch die Behandlung von Begleitsymptomen, die die Fatigue auch verstärken können. Fast alle leiden auch an Schlafstörungen, leiden oft an Kreislaufproblemen, an Schmerzen. Das sind alles Behandlungskonzepte, die wir hier an der Charité über viele Jahre auch entwickelt haben und wo wir hier im interdisziplinären Team auch den Patienten versuchen zu helfen. Aber bislang ist die Situation unbefriedigend. Viele sind also jetzt anhaltend krank. Und wie gesagt, ich appelliere deswegen, dass wir jetzt hier wirklich sehr bald Therapiestudien beginnen sollten. Da gibt es auch Konzepte, dass man die auch mit Medikamenten machen kann, die schon zugelassen sind für andere Erkrankungen. Klar, vielen Dank, Frau Scheibenbogen. Wir kommen sicher gleich nochmal auf Sie zurück. Herr Beumann, Sie haben jüngst in einer Studie in Nature Communications untersucht, bei welchen Patienten welches Long-Covid-Risiko zu erwarten ist. Dafür haben Sie bestimmte Biomarker identifiziert. Könnten Sie vielleicht mal ganz kurz Ihre Erkenntnisse skizzieren und wie das vor allem für den klinischen Alltag später Anwendung finden könnte? Sehr gern, Herr Jakobs. So, in unserer Studie haben wir gesehen, dass bestimmte Patientenmerkmale oder Merkmale von Personen, die wir in unserer Kohorte eingeschlossen hatten, wie zum Beispiel ein höheres Alter oder eine Vorgeschichte von Asthma, sowie die Anzahl der Beschwerden während Akut-Covid, wie auch eine sogenannte Immunglobulin-Konstellation mit einem höheren Risiko korrelierten. Und wenn ich dort gleich ein paar Brücken bauen darf, der Herr Kollege Wild hat ja auch gerade gezeigt, dass die Anzahl Beschwerden während akuten Covid auch bei Ihrer Studie positiv korrelierte mit dem Risiko von Long Covid und dass ein höheres Alter auch ein Risikofaktor ist für ein schwerer Verlauf oder für mehrere Beschwerden während eines akuten Infektes. Nun, vielleicht noch ein paar Worte zu dieser sogenannten Immunglobulinsignatur. Immunglobuline oder auch Antikörper genannt, sind ja diejenigen Moleküle, die vom Immunsystem produziert werden, die dann im Fall von SARS-CoV-2 an das Virus binden, an eine ganz bestimmte Stelle des Virus binden und das Virus dann entweder neutralisieren, indem es nicht mehr an die Wirtszellen binden kann oder es anfälliger machen für eine Attacke durch das Immunsystem. Und diese Antikörper, die können unterteilt werden in verschiedenste Immunglobuline, abgekürzt IG. Und dort haben wir gesehen, dass Menschen, die einen relativ niedrigeren Spiegel an IgM, also Immunglobulin M, und/oder an Immunglobulin G3, IgG3 haben, dass diese ein höheres Risiko haben. Nun, ist das eine reine Korrelation oder könnte das auch Einblicke geben in Long-Covid? Hierzu auch ein paar Bemerkungen. Erstens ist es so, dass die Immunglobuline IgG1 und IgG3 besonders in der Virusabwehr wichtig sind. Das haben Studien bereits vor unserer Studie klar gezeigt. Und unsere Studie hat dann mit IgG3 gefunden, dass dies mit einem höheren Risiko korreliert. Was IgM anbelangt, dort ist auch eine interessante Korrelation zu sehen. IgM ist das Immunglobulin, welches quasi mehr Arme hat als IgG. Das sind quasi wie fünf IgGs auf einer Rosette und die kann natürlich ganz viele Viren binden und dadurch früh in der Infektion ganz viel Virus quasi wegschaffen. Und dort haben wir gesehen, dass Menschen, die tiefere, also relativ tiefere Niveaus haben,
von IgM, dass die auch ein höheres Risiko haben. Und zusätzlich haben wir gesehen, dass IgM mit dem Alter ganz leicht sinkt. Also dort wäre auch eine Relation oder Korrelation mit dem Alter. Jetzt, Sie haben gefragt, Herr Jacobs, was für Konsequenzen könnte das haben für die Behandlung? Also erst einmal erlaubt uns dieser Score, dieser Risikoscore, diejenigen Menschen zu identifizieren, die das höchste Risiko haben. Und damit lässt sich einerseits auch Prävention machen, nicht bezüglich der 5 akuten Symptome während des akuten Covids, aber das Alter ist gegeben, die Vorgeschichte an Asthma ist gegeben und interessanterweise diese Immunglobulinsignatur scheint bereits vorher vorhanden zu sein. Und dort könnte präventiv agiert werden, sprich, diese Menschen könnten besonders dazu diesbezüglich informiert werden, dass sie sich unbedingt impfen lassen sollten, dass sie ihr Asthma gut behandeln sollten und so weiter. Dann während Covid oder während frühem Long-Covid könnten dann diejenigen, die besonders risikogefährdet sind für Long-Covid, könnten besonders regelmäßig beobachtet werden, könnten dann bezüglich ihrer Beschwerden möglichst früh behandelt werden. Und letztlich denken wir, dass uns diese Betrachtung auch hilft, Long-Covid in verschiedene Untergruppen zu unterteilen. Wir sprechen jetzt natürlich von Long-Covid, aber es gibt wahrscheinlich mehrere Gründe, wieso es zu Long-Covid kommt. Und wenn wir das ursächlich in Untergruppen unterteilen können, dann können wir diese auch viel besser und ursachengerechter behandeln. Klar, vielen Dank, Herr Bollmann. Zu guter Letzt natürlich noch Herr Lingor. Herr Lingor, Sie als Neurologe, zuletzt gab es ja sehr viele und sehr verstärkt Studien, die sich auch mit den kognitiven Einschränkungen bei Covid-Infektionen beschäftigt haben, auch natürlich auch mit Blick auf Long-Covid gesehen. Und daher die Frage, inwieweit könnte SARS-CoV-2 die Entstehung neurodegenerativer Erkrankungen begünstigen und vielleicht auch, wir hatten das im Vorgespräch auch schon mal kurz, genau umgekehrt vielleicht auch, also sind neurodegenerative Erkrankungen womöglich ein Grund für Long-Covid oder begünstigen sie es? Das ist natürlich eine sehr spannende Frage, die uns alle momentan rumtreibt und für die wir wahrscheinlich momentan auch keine abschließende Antwort haben. Aber man kann sich ja versuchen, dem ein bisschen zu nähern mit der Frage, ob SARS-CoV-2 das Nervensystem befällt. Und das scheint tatsächlich in verschiedenen Arten und Weisen der Fall zu sein. Es ist tatsächlich ein Virus, was Nervenzellen befallen kann und auch in Nervenzellen eindringen kann. Es scheint allerdings tatsächlich so zu sein, dass viele der Daten, die wir darüber haben, die ja aus postmortalem Gewebe entnommen worden sind, das sind ja häufig Patienten, die an einem schweren Verlauf dann auch verstorben sind, dass man dort dieses Virus nachweisen kann, dort auch tatsächlich auch in Nervenzellen nachweisen konnte, aber dass es doch wahrscheinlich relativ wenige Fälle sind. Es gibt jetzt zunehmend Untersuchungen, die sich beispielsweise mit der Frage beschäftigen, ob man das Virus im Nervenwasser findet. Das Nervenwasser ist das, was um das Gehirn und das Rückenmark sich drumherum befindet. Und das können wir tatsächlich das ist eine neurologische Blutentnahme, das können wir untersuchen am lebenden Patienten. Und da scheinen die Befunde doch ganz anders zu sein. Da sieht man tatsächlich, dass es zwar Veränderungen gibt, die mit einer gewissen Art von Entzündung oder einer Störung der sogenannten Blut-Hirn-Schranke einhergehen, aber einen direkten Nachweis des Virus aus dem Nervenwasser, das ist sehr, sehr selten. Das heißt, wir gehen schon davon aus, dass das Virus das Nervensystem befallen kann, aber möglicherweise nicht unbedingt direkt, sondern vielleicht durch Zytokine, die im Rahmen des Zytokinstroms beispielsweise entstehen, also durch eine zusätzliche Immunreaktion durch das Virus hervorgerufen wird. Und dann ist es genau das, was Sie sagten, ist, was ja viele Leute rumtreibt und das, was Frau Scheibenbogen ja auch schon angesprochen hat und auch bei der Untersuchung von Herrn Wild rausgekommen ist, dass viele Leute in der Akutphase, aber auch in späteren Phasen über neurologische Störungen berichten, wie beispielsweise Gedächtnisstörungen, Konzentrationsstörungen, eben diese ausgeprägte Müdigkeit.
Und gerade wenn man in Richtung Gedächtnisstörungen, Konzentrationsstörungen denkt, dann könnte man natürlich postulieren, könnte das nicht, wenn das lang anhaltend ist, in Richtung einer neurodegenerativen Erkrankung gehen, sprich in Richtung einer Demenz. Und da gibt es tatsächlich auch eine ganze Reihe von Untersuchungen mittlerweile, die sich das angeschaut haben, einen so langfristigen Verlauf, um tatsächlich Demenzen nachzuweisen, gibt es für das SARS-CoV-2-Virus schlichtweg nicht, aber wir haben ein paar Surrogatmarker, also wir haben ein paar Moleküle oder auch Möglichkeiten, das Nervensystem zu untersuchen und zu vergleichen, wie verhält es sich bei Demenzen und wie verhält es sich jetzt bei dem SARS-CoV-2. Und eins der Moleküle, was man da nachweisen kann, ist ein Molekül, was sich in Nervenzellen befindet und was freigesetzt wird, wenn sie kaputt gehen. Und für uns Neurologen ist das immer ein ziemliches Warnsignal, wenn wir so ein Molekül finden. Das ist das Neurofilament. Das ist ein Strukturprotein, was unsere langen Zellverbindungen aufrechterhält. Und man hat tatsächlich gesehen, dass bei Patienten, die einen schweren Krankheitsverlauf mit SARS-CoV-2 haben, dass die erhöhte Werte dieser Neurofilamente haben. Das deutet schon darauf hin, dass irgendwo Nervenzellen kaputt gegangen sind. Und das könnte ja eine demenzielle Entwicklung beispielsweise begünstigen. Und da gab es auch Untersuchungen jetzt aus der Freiburger Arbeitsgruppe, die sich den Gehirnmetabolismus angeschaut haben. Also man kann am lebenden Patienten mithilfe von radioaktiv markierten Tracern sich beispielsweise den Glukosemetabolismus anschauen, also wie Glukose umgesetzt wird, also der Hirnstoffwechsel. Und auch da hat man gesehen, dass in den ganz frühen Phasen, also wenn Leute stark betroffen sind, es da Veränderungen gab. Und da gibt es aber jetzt interessanterweise auch Follow-up-Studien. Und in diesen Follow-up-Studien sieht man tatsächlich auch, dass bei Leuten, die Long-Covid-Beschwerden angeben, diese Veränderungen so nicht mehr nachweisbar sind. Das heißt, also wir können momentan schon sagen, dass das Virus das Nervensystem befällt, wahrscheinlich gar nicht so sehr direkt, sondern eben durch die indirekten Wirkungen des Zytokinsturms oder der parainfektiösen Auswirkungen und dass es in der ganz akuten Phase natürlich auch diese Symptome gibt. Aber das ist vor allem auch in der langfristigen Untersuchung, und dazu gibt es jetzt mittlerweile auch ein paar ganz gute Untersuchungen, wo man das Gedächtnis tatsächlich quantifiziert hat, also sich nicht nur darauf verlassen hat, was geben die Patienten selber an, sondern wir messen es auch tatsächlich. Was man da gesehen hat, also die messbaren Veränderungen sind doch sehr, sehr gering bei den Patienten, die Long-Covid-Beschwerden angeben. Eine kleine Nachfrage vielleicht da ganz zu schon mal, Herr Lingor, sind die neurologischen Folgen, die eventuell daraus resultieren, die sind ja nie Gegenstand zum Beispiel von Impfstoffzulassungsstudien oder dergleichen, oder? Das ist meistens immer ein Symptombild, was sehr akut irgendwie nach der Impfung hervortritt, oder? Sie meinen neurologische Folgen nach Impfung? Genau, also nicht nach Impfung, sondern inwiefern die in den Impfzulassungsstudien zum Beispiel beschrieben werden können. Also inwiefern zum Beispiel nach einer Impfung schon es zu neurologischen Folgen kommen konnte, weil das auch manchmal gerne natürlich auch suggeriert wird, was passiert eventuell, kann Long-Covid oder Long-Covid-Symptome auch nach einer Impfung entstehen? Und dann wäre die Frage, wird sowas zum Beispiel in Zulassungsstudien überhaupt untersucht? Ja, also das sind zwei Sachen, die dazu zu nennen sind. Also erstens mal sind natürlich diese Zulassungsuntersuchungen an sehr hohen Patientenzahlen durchgeführt worden und es finden ja auch nach der Zulassung von Impfstoffen immer Surveillance-Programme statt. Und ich denke, das ist ganz gut, auch in dem Fall jetzt zu erwähnen. Wir wissen ja alle, dass durch die nach der Zulassung der AstraZeneca-Impfung in sehr, sehr seltenen Fällen, aber doch statistisch gehäuft, beispielsweise thrombotische Ereignisse vor allem bei Jüngeren und bei Frauen aufgetreten sind. Also bei jüngeren Menschen, aber vorwiegend bei Frauen. Und dass man auch aufgrund dessen sich in der Entscheidung, wem man welchen Impfstoff verabreicht, auch durchaus dann entsprechend auch entschieden hat und diesen Impfstoff so für diese jüngere Altersgruppe jetzt nicht mehr empfiehlt. Das heißt, das ist auch etwas, was wir in der Klinik durchaus gesehen haben. Das waren sehr, sehr seltene Fälle, aber statistisch hat sich das hier gehäuft. Insofern, ja, man kann sicherlich nicht alle dieser Fälle in den Zulassungsuntersuchungen sehen, aber man kann die danach weiterverfolgen und auch sehr, sehr schnell entsprechend reagieren. Und dann auf die Frage, ob Impfungen jetzt eine Auswirkung auf Long-Covid tatsächlich haben, gibt es ja ganz, ganz vor kurzem berichtete Daten aus Israel, die sich tatsächlich angeschaut haben, wie Beschwerden von Long-Covid-Patienten nach einer Impfung sich entwickeln. Und da scheint es tatsächlich so zu sein, dass in diesen ersten Daten, die sind jetzt noch nicht offiziell begutachtet, aber die sind auf dem Medarchive
verfügbar, dass es dort so ausschaut, dass die Patienten weniger Beschwerden durch Long-Covid angeben. Und die Autoren postulieren, dass eine Impfung hier auch vor einem Long-Covid protektiv wirken könnte. Aber das sind, wie gesagt, das ist eine ganz, ganz vor kurzem erschienene Analyse, die auch meines Wissens noch nicht peer-reviewed ist. Alles klar. Vielen Dank, Herr Lingua. Herr Wild, jetzt möchte ich gerne zu Ihnen nochmal zurückkommen zur Gutenberg-Studie. Wir bekommen natürlich auch viele Fragen dazu nochmal und viele beschäftigen sich eben mit dem, was Sie eben auch schon mal angesprochen haben. Wenn es so viele Symptome bei Nicht-Infizierten gibt, wie häufig ist dann Long-Covid tatsächlich und welche Symptome sind eigentlich kennzeichnend? Das ist eine schwierige Frage wahrscheinlich, aber diese Hintergrundfrage nach der tatsächlichen Zahl, wie kann man sich der nähern? Also ich glaube, dass man ganz klar beantworten muss, das können wir im Moment noch nicht klar sagen. Das ist Spekulation. Was man sieht, dass diese Symptome an sich erstmal medizinisch nicht spezifisch sind. Atemnot kann ich aus vielerlei Ursachen mit vielen differenzialen Diagnosen haben. Und es beweist einfach, dass Menschen, die Beschwerden haben, dringend eine ärztliche Untersuchung brauchen, um das eben weiter einzugrenzen. Ich habe auch oft das Argument gehört, welchen Wert hat das Ganze? Also erstmal sind das natürlich einfach die Daten aus der Bevölkerung, so wie sie faktisch sind. Und ich denke, sie sind extrem viel wert, weil sie uns ein Stück weit erklären, warum manche Gruppen sich dazu meines Erachtens spektakulär versteigen, zu eine Hypothese aufzustellen, dass Long-Covid würde es nicht geben. Es zeigt die Komplexität, die Beschwerden, die ein Mensch hat, reichen nicht aus, sondern wir brauchen eben komplexere Signaturen, wie Herr Beumann das auch vorgestellt hat. Das kann über Immunglobulin-Signaturen sein, das können Proteinsignaturen sein, das sind aber auch vielleicht spezifische klinische Veränderungen, wie sie Frau Schweibenbogen auch beschrieben hat. Und wir wissen, dass es dort Patientengruppen gibt, die sehr schwer betroffen sind und die hier massive Einschränkungen von ihrer Lebensqualität haben und ihrem Alltag. Oder wie es auch gerade von Herrn Lingor beschrieben ist, die spezifischen Veränderungen, die ich in Geweben, in Körperflüssigkeiten feststellen kann. Kurz und gut, das zeigt einfach auf, ein Beschwerdebild berichtet, ist nicht ausreichend. Wir brauchen eine klinische Untersuchung, um hier weiter einzugrenzen. Und dann werden wir das, müssen wir eine Definition festlegen. Das dauert naturgemäß in der Naturwissenschaft immer eine Zeit und dann können wir es genau sagen. Ganz wichtig, nicht zu vergessen, möglicherweise gibt es auch noch Veränderungen durch die Erkrankung, die Menschen noch gar nicht bemerken oder gar nicht mit Symptomen einhergehen, die möglicherweise aber langfristige Folgen haben, wie Herr Lingors gerade beschrieben hat, zum Beispiel einer demenziellen Erkrankung. Da muss man genauer hinschauen, das muss man genauer untersuchen und verstehen. Danke, Herr Wild. Herr Lingo, wir haben eine Frage für Sie jetzt gerade schon mal noch bekommen. Und wie erklären Sie sich, dass Long-Covid-Betroffene subjektiv über Gedächtnisprobleme berichten, aber objektiv nicht in dem Maße auftreten? Also es korreliert natürlich auch ein bisschen mit den Befragungen, die Herr Wild ja auch durchgeführt hat. Aber könnten Sie dazu etwas sagen? Ja, ich denke, dazu gibt es viele verschiedene Erklärungen. Aber zwei Möglichkeiten wären sicherlich, dass unsere Instrumente, die wir haben, um solche Veränderungen zu messen, in bestimmten Domänen nicht sensitiv genug sind. Also es ist ja so, dass wir mit solchen neuropsychologischen Untersuchungsinstrumenten immer eine große, auch, sage ich mal, statistische Variabilität abdecken. Und da gibt es auch eine große Bandbreite dessen. Und wenn man sich jetzt beispielsweise neuere Daten auch anschaut aus der Arbeitsgruppe aus Aachen, die sich das eben sehr genau angeschaut haben, dann sieht man schon, dass bei einigen wenigen Patienten es in einigen wenigen Domänen etwas unterdurchschnittliche Werte gibt. Aber wenn man jetzt alle zusammennimmt, sind das keine signifikanten Ergebnisse. Das heißt, möglicherweise sind bestimmte Veränderungen für den subjektiven einzelnen Patienten so relevant, dass er oder sie das als relevante Einschränkung empfindet. Aber wenn man das jetzt auf die Grundgesamtheit in so einem psychologischen Test bezieht, befindet sich das durchaus noch im Rahmen der Gaußschen Kurve. Das ist das Erste. Und das Zweite ist sicherlich das auch, was Herr Wild in seiner Studie angesprochen hat. Und da
gibt es jetzt ja auch eine große Untersuchung aus Frankreich, die sich auch genau das angeschaut hat, nämlich Patienten, die nur glauben, dass sie an Covid erkrankt sind und vergleichen mit denen, die tatsächlich an Covid erkrankt sind. Und die Anzahl dieser Symptome scheint da relativ gleich zu sein. Das, was man in dieser französischen Untersuchung festgestellt hat, ist, dass das Einzige, was tatsächlich belastbar ist bei denjenigen, die wirklich an Covid erkrankt sind, sind die Geruchs- und Geschmacksstörungen. Und das kann natürlich ganz unterschiedliche Gründe haben, dass Menschen die Pandemie insgesamt als sehr belastend empfinden. Und ich denke, das ist sicherlich durchaus ein Grund, der auch dazu beiträgt, dass wir eben solche Symptome auch bei Leuten sehen, die eigentlich die Erkrankung gar nicht durchgemacht haben. Das heißt also auf der einen Seite Instrumente, die für uns vielleicht nicht sensitiv genug sind, dann die individuelle Streubreite. Und auf der anderen Seite eben auch Umweltfaktoren, die Pandemie insgesamt für den Patienten als Auswirkung bedingt. Vielen Dank, Herr Lingua. Uns erreichen noch gerade viele Fragen, die so in diese Richtung gehen. Ich vereinfache die jetzt mal ein bisschen. Gibt es Long-Covid auch bei anderen Erkrankungen? Und wir schauen aber bei ganz vielen gar nicht so intensiv drauf, wie wir es jetzt bei Corona eben tun. Ich würde das vielleicht an Herr Bollmann oder Frau Scheibenbogen gerade richten, weil Sie sich natürlich auch mit der Immunologie dahinter auch schon länger befassen. Frau Scheibenbogen, gerne Sie zum Start. Ja, also wir sehen natürlich viele andere Menschen, die postinfektiöse Syndrome haben. Das Schwerste davon ist ME/CFS, aber es kommen gerade zum Beispiel nach EBV-Infektionen auch Patienten zu uns, die nicht das Vollbild von ME/CFS haben, die aber zum Beispiel trotzdem unter Fatigue leiden, unter Muskelschmerzen bei leichter Belastung. Das heißt, solche Krankheitsbilder kennen wir auch nach anderen Infektionen. Und sie sind aber bislang nicht gut verstanden, auch nicht gut klassifiziert. Es gibt ja nur so, sagen wir mal, auch als Diagnose, Einordnung bezeichnet man das oft als Fatigue R53. Und es gibt wenig Forschung bislang zu diesen Krankheitsbildern. Hm. Herr Bollmann, möchten Sie noch ergänzen? Also ich glaube, was Frau Scheibenbogen gesagt hat, ist sehr wichtig. Und ich denke, das könnte unter anderem auch die Covid- und Long-Covid-Forschung dazu beitragen. Wir haben, um auch auf die Frage zu kommen, gibt es Long-Covid? Wir haben ganz klar aus anderen postinfektiösen oder postviralen Erkrankungen haben wir Erkrankungsbilder wie eben das erwähnte ME/CFS, das chronische Müdigkeitssyndrom. Das ist nicht wegzudiskutieren. Das betrifft viele Menschen und zwar sehr schwerwiegend. Und ich denke, die Forschung, die hier investiert wird, ist in dem Sinne auch sowohl für Long-Covid wie auch für andere postvirale Erkrankungen sehr, sehr wichtig. Zweierlei. Einerseits, um hier durch die Häufung und die Anzahl der Fälle mehr lernen zu können, aber auch, um möglicherweise sagen zu können, was eben diese Untergruppen sein könnten. Aber andererseits sind diese Fälle von Long-Covid, das sind Patientinnen und Patienten, die erst gerade die Virusinfektion hatten und nicht wie bei ME/CFS die Virusinfektion vor mehreren Jahren hatten. Und dadurch haben wir hier eher die Möglichkeit, nach Ursachen zu suchen und ursachengerechte Behandlungen postulieren und dann auch verabreichen zu können. Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Und was bisher noch nicht erwähnt wurde, zum Beispiel Frau Scheibenbogen hat in ihrer Forschung auch zeigen können, dass gewisse Immunglobuline, wie zum Beispiel IgG3, relativ gesehen leicht erniedrigt sein können und dass dort Therapieansätze wie die Gabe von Immunglobulinen sicher ist bei Patientinnen und Patienten mit ME/CFS. Also dort sind Brücken zwischen Long-Covid und ähnlichen Erkrankungen da und sollten dann gegenseitig zu einem besseren Verständnis führen können. Vielen Dank. Ich möchte vielleicht noch ein größeres Thema bezüglich Long-Covid noch mal einmal aufmachen, und zwar das Thema Kinder natürlich. In der Herr Wild, in der Mainzer Studie sind, glaube ich, natürlich keine Kinder oder Jugendliche aufgeführt worden.
Aber vielleicht nochmal in die Richtung an Frau Scheibenbogen. Sie sehen es ja in der Ambulanz tagtäglich. Also können Sie vielleicht nochmal ein kleines Bild geben, wie viele Kinder werden damit was vorstellig und wie bewerten Sie eigentlich so aus Ihrer Erfahrung das Risiko für Kinder und Jugendliche? Ich sehe keine Kinder, ich bin Internistin. Ich kann also auch nur das wiedergeben, was in der Literatur steht. Und zusammengefasst kann man sagen, dass das deutlich seltener ist, das Risiko für Long-Covid, aber dass es durchaus auch Kinder gibt, gerade Jugendliche, die auch schwerere Long-Covid-Symptome haben. Das wissen wir vor allem von Frau Professor Behrens von der TUM, die ja auch eine Sprechstunde hat für das postinfektiöse ME-CFS bei Kindern und Jugendlichen. Also ich denke, das ist etwas, wo wir sicher auch ein Augenmerk drauf haben müssen, gerade in der jetzigen Situation, wo sich so viele Kinder eben auch infizieren. Mhm. Ich würde vielleicht ganz gerne die Gelegenheit noch kurz nutzen, das zu ergänzen, was Herr Bollmann sagte. Was wir in unserer Studie gesehen haben, und das passt sehr gut zu Ihren Ergebnissen, ist, dass viele derer, die an Post-Covid-Syndrom erkranken, auch einen MBL-Mangel haben. Und das ist ein Komplementfaktor, der ähnlich wie die Immunglobuline auch gerade in der Anfangsphase uns hilft, das Virus möglichst schnell zu neutralisieren und wieder loszuwerden. Insofern passt das sehr gut zum Gesamtbild, dass einfach doch, sagen wir mal, es auch ein Risiko gibt bei Menschen, die einen Immundefekt haben, solche Verläufe, solche Post-Covid-Verläufe zu entwickeln. Und vielleicht sollten wir wirklich unsere Kohorten nochmal gegenseitig analysieren. Gerade auf das MBL in ihrer gut definierten Kohorte wäre das interessant. Wir haben bei 25% unserer Post-Covid-Patienten MBL-Mangel gefunden. Dann bin ich froh, dass wir jetzt hier vernetzen konnten auch nochmal für spätere Verläufe vielleicht. Ich möchte allerdings trotzdem nochmal ganz kurz zu den Kindern zurückspringen und zwar auch die Frage nach der Impfung natürlich. Also es gibt ja auch bei uns die Frage, sollten Kinder geimpft werden, um sie vor Long-Covid zu schützen? Und die Frage ist natürlich eigentlich so ein bisschen jetzt offen für alle. Aber ich gehe jetzt gerne mal gerne an Herrn Bollmann oder vielleicht auch an Herrn Wild, der so die epidemiologische Tragweite davon natürlich auch sehen kann. Aber vielleicht erst die immunologische, Herr Bollmann. Also sollte man die Kinder gegen Long-Covid impfen? Also wenn die Frage lautet, sollte man Kinder gegen Long-Covid oder wegen Long-Covid impfen, dann würde ich dort darauf hinweisen, dann würde ich natürlich zurückfragen, gibt es Long-Covid bei Kindern, ja oder nein? Und dort ist die Antwort, ja, es ist viel seltener, aber es gibt Long-Covid auch bei Kindern. Wahrscheinlich ist es so, dass Kinder einerseits ein Immunsystem haben, das im Gegensatz zum Beispiel zu älteren oder betagten Personen besser funktioniert, keine Erkrankungen die Immunantwort beeinflusst. Deshalb können Kinder wahrscheinlich besser mit dem SARS-CoV-2-Virus umgehen. Aber es könnte durchaus sein, dass bei Kindern, und das haben wir ja auch beobachtet in Studien, die publiziert wurden, dass bei Kindern eine höchst entzündliche Antwort beobachtet werden kann. Das ist das sogenannte MISC-Syndrom, dass dort dann eine starke Entzündung dann nach einer eigentlich immunologisch erfolgreichen Antwort gegen das SARS-Coronavirus dann zu Schäden führen kann. Und eben, wie auch erwähnt, es gibt auch bei Kindern Long-Covid. Also von dem her, die Impfung bei Kindern ist durchaus sinnvoll. Ich würde dort eigentlich die Frage eher so sehen, was ist sicherer? Ist es sicherer quasi sich einer nicht einschätzbaren Virusdosis auszusetzen mit einer natürlichen Infektion oder sich einer klar definierten Dosis eines Impfstoffs auszusetzen. Mhm. Und dort ist meines Erachtens das Risiko-Nutzen, die Risiko-Nutzen-Einschätzung ist eine klare. Aber die ist natürlich individuell. Aber das ist die Risiko-Nutzen-Einschätzung, die man machen muss. Es ist wie bei jedem medizinischen Eingriff und wie bei jeder Therapie gibt es immer Wirkung und Nebenwirkung. Aber diese müssen gegeneinander abgewogen werden. Und dort zu sagen, dass die Infektion
sagen wir mal, oder dass die Impfung, Entschuldigung, dort zu sagen, dass die Impfung diese Nutzen-Nebenwirkungsprofil, dass dies ganz klar bei einer Impfung natürlich sehr positiv. Das haben viele Studien zeigen können. Vielen Dank. Herr Wild, möchten Sie noch irgendwie ergänzen oder? Ja, ich würde gerne. Also ich würde mich eigentlich dem Vorgesagten komplett anschließen. Ich glaube, wir sehen manchmal natürlich in der Bevölkerung, dass die Bilder auch verzerrt, so wie es angesprochen worden ist. Grundsätzlich entwickle ich Long-Covid eher, wenn ich die Erkrankung schwerwiegender hatte. Das sieht man ganz klar in Zusammenhängen vielfach belegt in den Publikationen. Aber dadurch, dass so viele Menschen das Ganze zu Hause und oligo, also wenig symptomatisch bis kaum symptomatisch verbracht haben, tritt halt auch, wenn auch seltener auftretend unter diesen relativ gesehen, doch ein ganzer Anteil an Menschen auf, die das relativ mild hatten und dann aber Long-Covid entwickeln. Und genauso ist das auch bei den Kindern, deutlich mildere Verläufe insgesamt, aber es ist nicht ausgeschlossen. Und persönlich bei der Empfehlung würde ich ganz klar sagen, die ständige Impfkommission mit den Empfehlungen ist für mein Dafürhalten immer sehr vernünftig von den Entscheidungen gewesen. Das sind sicher Menschen, die sich seit vielen Jahren mit Impfung beschäftigen. Und es geht hier um die Nutzen-Risiko-Abwägung, die natürlich in so einem früheren Stadium eines neuen Impfstoffes schwieriger ist. Und so läuft es ja im Endeffekt, dass man das auch den Eltern überlässt für die Kinder im Moment, weil es natürlich noch viel nicht einfach noch nicht so viel Wissen vorliegt. Aber grundsätzlich denke ich, sich an die Impfkommission zu halten, ist ein sehr gutes Vorgehen. Klar, vielen Dank. Herr Lingor, wir haben zu Ihnen noch eine Nachfrage erhalten bezüglich der Blut-Hirn-Schranke. Und zwar müsste diese Tatsache, dass SARS-CoV-2 über die Blut-Hirn-Schranke offenbar überwinden kann und dadurch eventuell ins Gehirn dringen kann, uns nicht besonders große Sorgen bereiten, also was so mögliche Folgen und sowas angeht. Also können Sie das vielleicht noch ein bisschen, was so Gefahr und sowas und Risiko angeht, noch etwas mehr einschätzen? Ja, gern. Also wie so vieles ist es ja natürlich nicht schwarz-weiß. Also es gibt natürlich eine ganze Reihe von Viren, mit denen sich unser Organismus und auch unser Nervensystem immer wieder auseinandersetzt und die auch zum Teil auch das Nervensystem befallen können. Und dazu haben wir schon auch ein Immunsystem und auch eine gewisse Regenerationsfähigkeit, um uns mit diesen Viren auseinanderzusetzen. Und zum Zweiten ist es so, dass es tatsächlich eben die neueren Analysen zeigen, dass es tatsächlich gar nicht so häufig dazu kommt, dass das Virus wirklich im zentralen Nervensystem selber vorzufinden ist. Und diese initialen Analysen, aus denen wir das gesehen haben, waren vorwiegend Analysen an Toten, also an Gehirnen von Verstorbenen. Und das waren zum großen Teil Patienten, die einen schweren Verlauf gehabt haben. Und auch da war es zum Teil nicht so, dass man das ganz, ganz einfach nachweisen konnte. Also da gab es auch durchaus widersprüchliche oder viele Studien. Die einen konnten das gut nachweisen, die anderen konnten es weniger gut nachweisen. Das heißt, wenn man insgesamt sich anschaut, findet man Virus tatsächlich im Nervenwasser, im Liquor, dann ist das deutlich seltener, als man das vielleicht vorher gedacht hat. Und nur die Tatsache, dass die Blut-Hirn-Schranke von einem Virus überwunden wird, heißt natürlich nicht, dass es notwendigerweise gleich zu einer schweren Entzündung kommt. Wie gesagt, wir haben auch Kompensationsmöglichkeiten. Unser Immunsystem ist genau darauf auch geprimed, dass wir uns immer wieder auch mit solchen viralen Infektionen auseinandersetzen. Und es ist durchaus auch die Frage, deshalb würde ich das in keinster Weise als geschlossen jetzt hier postulieren, ob es eine höhere Inzidenz von demenziellen oder neurodegenerativen Erkrankungen gibt. Selbst die Tatsache, dass wir so ein Destruktionsprotein wie das Neurofilament in schweren Verläufen sehen, bedeutet nicht, dass das notwendigerweise später über Jahre hinaus eine Neurodegeneration triggert. Also unser Nervensystem hat ja durchaus auch regenerative Fähigkeiten. Und wie stark wir das nutzen können, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch nicht gut beantworten.
vielen Dank. Herr Wild, ich möchte gerne nochmal bei Ihnen ganz kurz nach einer Begrifflichkeitsfrage nochmal hinterhergehen. Und wir haben es zugegebenermaßen, glaube ich, auch in diesem Pressbriefing so ein bisschen durcheinander gebracht mit Long-Covid und Post-Covid, auch wenn die Definitionen da ja noch nicht so ganz einhellig durch sind und allgegenwärtig sind. Aber können Sie das vielleicht nochmal ganz kurz differenzieren, vor allem, was Sie eben bei Ihrer Studie auch dann gemacht haben? Also wann spricht man von Long-Covid, wann von Post-Covid und was würde man vielleicht auch führen, weil wir hier auch unter Journalisten ja auch sind, was ist eigentlich für welches Szenario der bessere Begriff, um es später zu erklären? Ja, danke. Also ich glaube, ich würde sagen, die Diskussion ist noch nicht wirklich abgeschlossen. Wir haben das im Dezember so definiert gehabt, dass wir gesagt haben, es gibt ein postinfektiöse Beschwerden. Das kennen wir schon von anderen Erkrankungen. Und das ist häufig in der Phase nach einer Infektion in den nächsten Monaten aber abklingend. Es gibt aber auch den Begriff des postinfektiösen Syndroms, was heute Frau Schaumbogen schon angesprochen hat, was längerfristig bleiben kann und vorliegen kann. Bei unserer Untersuchung hatten wir das so definiert, dass wir gesagt haben, bis 3 Monate die akute Infektion, 3 bis 6 Monate ist Post-Covid-Beschwerden und danach von Long-Covid. Im Moment geht der Trend etwas dahin, wieder von Post-Covid mit den langfristigen Beschwerden zu sprechen. Also ich glaube, man muss da immer noch mal genau gucken, wie das jeweils definiert wurde. Und was mir noch mal ganz wichtig ist, weil das auch gekommen ist, wir haben untersucht, wir haben Leute befragt, wir haben nicht gesagt, dass das Long-Covid ist, sondern wir haben nach Symptomen befragt. Und ein Symptom macht noch keine Erkrankung. Wir haben heute gehört, es gibt möglicherweise sehr, sehr viele Differentialdiagnosen. Es gibt möglicherweise sehr viele unterschiedliche Ausprägungsformen dieser Erkrankung. Da muss noch sehr viel mehr verstanden werden. Vielen Dank. Frau Scheibenbogen, Sie sind zwar gerade raus. Okay, dann möchte ich trotzdem vielleicht nochmal die Frage stellen, die ich an Frau Scheibenbogen gerne stellen wollte. Und das ist vielleicht auch in die Richtung an Herrn Bäumer dann und Herrn Lingor. Müsste es nicht viel mehr auf langfristige Sicht viel mehr Reha- und Kurangebote geben, wenn wir jetzt gerade auf Long-Covid blicken? Also was so vor allem jetzt so die langfristige Behandlung dieser Patienten angeht. Also sind wir da gut aufgestellt in unserem Gesundheitssystem hierzulande? Vielleicht kann ich aus immunologischer Sicht antworten und dann Herrn Lingor die neurologischen Aspekte überlassen. Aus immunologischer Sicht sagen wir mal, ich aus Sicht in Zürich muss sagen, dass wir dort aus Kur und so Kurangeboten haben wir eigentlich ein gutes Angebot. Für uns jetzt derzeit ist es wichtiger, hier wirklich die Untergruppen und die Ursachen besser zu verstehen, weil das schlussendlich uns helfen wird, wie wir Long-Covid-Patientinnen und Patienten behandeln werden. Eine Frage war zum Beispiel, hilft die Impfung nach Long-Covid? Und bei gewissen Patientinnen und Patienten hilft sie, bei anderen verstärkt sie vielleicht sogar die Symptome. Und das ist wahrscheinlich dadurch zu erklären, dass es eben Untergruppen gibt. Es gibt solche, die dann eben in einer Untergruppe sind, die dann von einer Boosterimpfung profitieren würden. Und andere, die würden dann von Immunglobulinen oder von immunmodulierenden Behandlungen profitieren. Okay. Herr Lingor, möchten Sie da noch ergänzen zu? Ja, vielleicht nur ganz kurz. Also ich meine, es ist natürlich aus neurologischer Sicht, es sind ja Symptome, die Patienten berichten. Und für uns ist es natürlich wissenschaftlich wichtig, rauszudifferenzieren, zu welcher Krankheitsentität können wir es zuordnen, was ist die Ätiologie. Aber das, was den Patienten natürlich stört, sind erstmal die Symptome. Es ist vielleicht gar nicht so relevant, woher die kommen. Und es wird einen Patienten wahrscheinlich auch nicht zufriedenstellen, wenn ich sage, sie haben aber gar keinen Covid gehabt und sie haben noch nie mit SARS-CoV-2 Kontakt gehabt. Sie haben jetzt also... Sie können ja diese Erkrankung gar nicht haben. Das sind Symptome, die Patienten berichten. Insofern ist es absolut wichtig, was Sie angesprochen haben, dass man auf jeden Fall auch Therapiemöglichkeiten zur Verfügung stellt, ganz unabhängig von der Ätiologie. Ich glaube, wir können sehr viel spezifischer sein, so wie Herr Bäumann es ja auch gerade angesprochen hat, wenn wir wissen, was die Ursache ist und wenn wir vielleicht auch die somatische, also die molekulare Ursache besser verstehen. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von supportiven Therapiemöglichkeiten, psychotherapeutische, ergotherapeutische Möglichkeiten, gerade wenn Patienten über Gedächtnisstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen
Schlafstörungen klagen, die Patientinnen nutzen sollten und sich deswegen auch auf jeden Fall auch Hilfe und Rat holen sollten an solchen Spezialambulanzen, wie beispielsweise Frau Scheibenbogen unterhält. Super, vielen Dank. Wir haben jetzt schon leicht ein ganz klein bisschen überzogen. Ich möchte trotzdem die allerletzte Abschlussfrage vielleicht noch gerne stellen und dann machen wir auch schnell Schluss. Die Frage wäre so in diese Richtung, wie groß schätzen Sie die Belastung ein, die durch Long-Covid in den nächsten Jahren oder Monaten, wie auch immer, auf unser Gesundheitssystem per se zukommen könnte? Also wir hatten die Reha- und Kurangebote haben jetzt gerade schon mal angesprochen gehabt, aber vielleicht auch gerade jetzt mit Blick auf die Omikron-Welle, also eine sehr hochinfektiöse Variante nochmal, die vermutlich zu vielen absoluten neuen Fällen nochmal führt. Also können Sie da so einen kleinen Ausblick einfach nochmal geben? Ich würde gerne einfach reihum gehen und vielleicht von Scheibenbogen, vielleicht beginnen wir mit Ihnen, weil Sie gerade weg waren, und dann machen wir einen kleinen Rundumschlag nochmal. Ich musste mich gerade aus einem anderen Termin abmelden, Entschuldigung. Also ja, für sehr relevant. Wir können ja einfach mal so durchrechnen. Wir haben mindestens schon 10 Millionen Infizierte in Deutschland und wir gehen davon aus, dass nach 6 Monaten ungefähr 10% relevant krank sind, also das, was man Post-Covid-Syndrom nennt. Und wenn man davon ausgeht, dass davon nochmal 10% schwer krank sind mit MICFS, wären das allein schon 100.000 überwiegend junge Menschen, die auch aus dem Berufsleben fallen, einfach um auch mal so die ökonomische Dimension zu zeigen. Und mit Omikron werden sicher viele weitere erkranken. Insofern ist das eine Situation, die wir so noch nicht hatten und wo wir auch ganz dringend Konzepte brauchen. Herr Bollmann, ich gehe jetzt einfach mal bei mir so rum. Gern, ja. Also ich würde das so beantworten, dass ME-CFS bereits vor Covid ein sehr wichtiges Problem war, aber vielleicht weniger erkannt, und dass Long-Covid ein jetzt sehr aktuelles und sehr wichtiges Gesundheitsproblem darstellt, das meines Erachtens uns einige Jahre, wenn nicht sehr lange, beschäftigen wird. Hoffentlich wird das dann dazu führen, dass dann die Forschung in diesem Bereich zu einer besseren Erkennung, Diagnose und Therapie führen wird. Vielen Dank. Herr Lingua? Ja, weil Long-Covid natürlich jetzt schon oft angesprochen wurde, jetzt möchte ich vielleicht noch einen anderen Aspekt reinbringen. Wir haben eine Untersuchung jetzt gemacht bei Parkinson-Patienten. Das ist der Schwerpunkt, mit dem ich mich auch stark auseinandersetze. Und da sehen wir Veränderungen auch bei Parkinson-Patienten, die unabhängig von der Erkrankung selber sehr stark ihr Allgemeinbefinden, ihre Symptome, aber auch die medizinische Versorgung betreffen. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo wir auch sehr langfristige Veränderungen jetzt im Verlauf von einem halben Jahr bei Patientinnen gesehen haben, auch durchaus über eine Zeit hinweg, wo Leute in einem Lockdown gewesen sind, also wo diese Veränderungen gar nicht mehr vorhanden gewesen sind. Und das zeigt uns, dass auf bestimmte Patientengruppen, die vulnerabel sind, beispielsweise Patienten mit neurodegenerativen Erkrankungen, auch noch ganz andere Auswirkungen haben wird und haben kann, auch in der Zukunft, selbst wenn sie selber da nicht akut erkrankt sind. Ich denke, insofern kommt auf unser Gesundheitssystem da einiges zu. Und wir konnten eben auch zeigen, dass die fehlenden Möglichkeiten der Digitalisierung, die wir in Deutschland haben, das für die Patienten deutlich schwerer machen, in solchen Zeiten der Pandemie weiter gut versorgt zu werden. Also ich denke, da ist noch sehr, sehr viel Handlungsbedarf. Wild. Letzte Wort. Dankeschön. Kann mich dem nur anschließen, was gesagt worden ist. Ich glaube, dass das ein beträchtlicher Burden für die Bevölkerungsgesundheit ist. Das Positive in der Pandemie ist tatsächlich, wie Herr Bollmann sagte, dass man gerade für die ME-CFS-Patienten, glaube ich, jetzt etwas die Forschung hoffentlich damit stimulieren wird und hoffentlich dort auch Lösungsmaßnahmen findet, und kann mich auch nur dem Letztgesagten anschließen. Nicht nur die Symptome treten auf bei den Leuten, die keine Infektion hatten, auch andere Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen, Vorsorgeerkrankungen sind deutlich weniger wahrgenommen worden in der Pandemie, und auch das wird Auswirkungen auf die Bevölkerungsgesundheit haben, also im wahrsten Sinne Doppelbelastung. Einmal die Folgen der Infektion, die uns treffen werden, und das andere die Auswirkungen der Pandemie an sich in der gesamten Bevölkerungsgesundheit. Das wird noch ein ganz großes Thema in den nächsten Jahren.
Ja, dann vielen Dank an Sie drei. Herr Bollmann musste sich ja leider schon verabschieden, aber muss auch zugeben, ich habe ja auch leicht überzogen. Es tut mir leid, aber es war trotzdem sehr spannend und sehr interessant. Also vielen Dank an Sie drei auf jeden Fall schon mal. An die Journalisten da draußen, sorry, wir hatten so wahnsinnig viele Fragen. Wir haben versucht, viele unterzubringen. Es sind natürlich nicht alle untergekommen. Tut mir sehr leid, aber vielleicht können wir ein, zwei Fragen irgendwie auch noch später weiterleiten. Wir hatten das auch schon mal nochmal gemacht, also die vielleicht noch sehr drängend sind. Genau. Und ansonsten wünsche ich Ihnen natürlich viel Erfolg bei Ihrer Berichterstattung und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und Ihnen dreien vielen Dank, dass Sie dabei waren. Machen Sie es gut. Schön. Ciao.